Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Und wir wollen so ein bisschen über die Zukunft der Raumfahrt und was Deutschland da vielleicht zu beitragen kann oder wo Deutschland da aktuell steht, sprechen. Und zwar freue ich mich sehr, dass ich Professor Kantner zu Gast habe. Der ist Vorsitzender der Expertenkommission, die für die Bundesregierung jährlich über Innovation berät. Und Sie sind Wirtschaftsprofessor in Jena und ja, der Vorsitz von dieser Kommission, ich glaube seit 2019 auch schon. Richtig, ja. Herzlich willkommen hier bei Senkrechtstarter. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, dieser Bericht, den gibt es alljährlich und der ist dann, soll die Bundesregierung im Prinzip für Innovationsthemen und Forschungsthemen beraten, wenn ich das richtig verstehe. Genau, ich meine, der Auftrag ist, das deutsche Forschungs- und Innovationssystem zu begutachten, zu evaluieren, Stärken und Schwächen festzustellen und dann der Bundesregierung Handlungsempfehlungen zu geben, wie man Problemlagen verbessern kann, wie man Probleme lösen kann. Das ist unser Auftrag und das machen wir jährlich mit diesem Gutachten, aber auch unterjährig mit sogenannten Policy Briefs. Ich habe bei mir Raketen stehen und meine Zuschauer wissen natürlich, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Raumfahrt. Raumfahrt hat in den letzten Jahren eine unheimliche Dynamik gewonnen und dementsprechend in dem aktuellen Bericht nimmt das auch schon einen besonderen Stellenwert ein. Wie kommt das, dass das im Prinzip jetzt auf einmal so wichtig geworden ist, das Thema? Ja, die EFI hat sich zur Übung gemacht, in den ganzen letzten Jahren immer wieder Technologiethemen sich speziell vorzunehmen, um dann nachzugucken, wie in einer bestimmten Technologie, gut, Raumfahrt jetzt als ein Sammelsurium von verschiedensten Technologien, ist schon klar, ist nicht nur eine einzige, einfach nachzugucken, wie man da international steht, wie die Wertschöpfungspotenziale dort sind und ob Deutschland in den gegebenen Strukturen mit den gegebenen Akteuren und natürlich auch mit den gegebenen Politikmaßnahmen geeignet ist, diese Potenziale auch wohlfahrtsmehrend auszuschöpfen. Und dieses Jahr war es eben die Raumfahrt. Nur zum Vergleich, in den letzten Jahren, wir hatten Robotik, wir hatten autonome Systeme, wir hatten Blockchain, wir hatten Cybersicherheit und. Das ist immer regelmäßig so ein Thema, dass wir jetzt mal Raumfahrt uns vorgenommen haben, hat eben sicherlich auch mit dem Schlagwort New Space zu tun und auch den ganzen Hype, den es in letzter Zeit sich um das Thema gegeben hat. Dann kann man sagen, naja, gucken wir doch mal nach. Was hat denn Deutschland da für einen Stellenwert oder welche Stelle hat denn Deutschland da im internationalen Ranking auf dem Gebiet und wie sieht's aus, was muss man besser machen? Mein Kanal, also YouTube-Kanal, der soll natürlich hauptsächlich Begeisterung für Raumfahrt schaffen. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ich bin jetzt nicht Raumfahrtingenieur, sondern dachte einfach auch, das ist ein Thema, was mich seit frühester Kindheit irgendwie begeistert und wo ich Spaß dran habe und wo ich auch versuche, im deutschen Sprachraum die Leute für das Thema zu begeistern, weil da so viele Speziallösungen gefunden werden. Natürlich, Raumfahrt kostet Geld, ist Wirtschaftsthemen, das hat politische Themen, das wird ganz lange eigentlich nur von Staaten betrieben. Das hat sich jetzt sehr, sehr viel geändert. Bevor wir da so ein bisschen vielleicht einsteigen, wie da die wirtschaftlichen Auswirkungen sind oder auch was Innovation in dem Bezug heißt, haben Sie einen Bezug zur Raumfahrt, der irgendwie als Kind irgendwie bei Ihnen ausgelöst hat, oh, Sie wollen mal Astronaut werden oder Sie haben irgendwie einen besonderen Staat verfolgt oder wie ist Ihre Zugang zur Raumfahrt? Ja, sagen wir mal so, als kleiner Junge hat man natürlich immer alle möglichen Träume, vom Feuerwehrhauptmann bis zum Astronaut irgendwo. Und da kam das sicherlich auch vor. Ich meine, ich kann mich auch noch daran erinnern, dunkel an die Mondlandungen durch die USA und so weiter. Das habe ich auch alles intensiv am Fernsehen verfolgt. Letztendlich ist der Karriereweg doch woanders hingegangen. Aber es gibt so eine Reportage über ISS, wo man sehr lange auch den Erdball von oben gesehen hat, diesen blauen Ball. Und das ist so ein Bild, das mir eigentlich nicht aus dem Kopf gegangen ist. Das würde ich eigentlich auch gerne mal von da oben aussehen. Nicht nur übertragen. Man sitzt hier unten gemütlich im Sessel und da oben mal drin sitzen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich denke, ich werde es in meinem Leben nicht erreichen. Das ist auch nicht so schlimm. Aber es ist so ein Bild, was sich bei mir wirklich eingeprägt hat. Und so gesehen bin ich dann immer am Thema Raumfahrt auch so, jetzt nicht jeden Tag, das gebe ich auch gern zu, aber doch immer dann mit dran. In Ihrem Bericht oder Ihrem Empfehlung an die Bundesregierung, da werden Sie wahrscheinlich ja auch darüber berichten, wie der aktuelle Stand ist und wie im Prinzip die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Industrie und auch die Forschung auch vielleicht aufgestellt ist. Wenn ich von außen rauf gucke, ich bekomme ganz viele Nachrichten mit, wie was in den USA passiert, was in China passiert und so weiter. Und man bekommt schon so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn man sich anschaut, was Deutschland für eine
eine Wirtschaftsnation ist, dass die Raumfahrt nicht einen ähnlichen Stellenwert hat, wie er jetzt zum Beispiel in den USA und in China hat. Wie würden Sie das einschätzen? Ja, mit der vorgefassten Meinung sind wir eigentlich auch an das Thema rangegangen und sagen, naja, da wird schon rauskommen, USA vorne, China vorne und Deutschland eher so hinterherdümpelnd. Aber dann haben wir uns doch genauer die Patentstatistiken angeschaut, die ein Indikator dafür ist, wo ökonomisch möglicherweise realisierbare Ideen aufkommen aus dem Bereich. Und dann waren wir eigentlich schon überrascht, dass Deutschland da so schlecht überhaupt nicht steht. Ich meine, natürlich ist die USA, war auch nicht anders zu erwarten, der Technologieführer schlechthin. Und dann kommt dann schon bald Frankreich. Und aber Deutschland ist jetzt auch nicht so fürchterlich weit weg davon. Wenn man europäisch denkt, und wahrscheinlich muss man die Raumfahrt auch europäisch eher denken, dann ist Europa sogar mit den USA ebenbürtig. Und das, was von China kommt, wo wir gedacht haben, da müssten ja jetzt enorme Entwicklungen sein, es fällt doch eher hinten runter. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass die Dynamik ist da wahrscheinlich höher. Man versucht aufzuschließen, aber man ist noch relativ weit weg. So gesehen waren wir sehr positiv überrascht davon, dass doch, wie weit Deutschland eigentlich da vorne dann doch nicht in der ersten Reihe, aber in der guten zweiten Reihe schon mitspielt. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil tatsächlich, wenn ich mir angucke, was im letzten Jahr so ein bisschen passiert ist mit der europäischen Raumfahrt, da gab es natürlich ein paar Ereignisse, die irgendwo nicht so ganz super waren und dass man irgendwie aktuell das Gefühl hat, der unabhängige Zugang zum All für Europa ist aktuell bedroht. Also dass man das Gefühl hat, okay, da sind Starts weggefallen und die neue Generation an Raketen ist noch nicht da, wo man hin möchte. Und ich sag mal, in den Wirtschaftsteilen der Tageszeitung rauf und runter kann man irgendwie lesen von wegen, oh, wir müssen aufpassen, dass wir irgendwie nicht abgehängt werden und so weiter. Und wo man dann ja vielleicht das Gefühl kriegt, von, ja, das ist so ein bisschen das Standardrepertoire von diesen Wirtschaftsvertretern vielleicht. Wie schlimm denken Sie, ist es oder ist es nicht so schlimm? Naja, sagen wir mal so, jammern gehört zum Geschäft wahrscheinlich. Das ist irgendwie auch nur klar, das will ich jetzt auch gar nicht so hoch auf die Waage legen. Wenn man sich, wir hatten letztes Jahr ein Kapitel zu Schlüsseltechnologien, da kommt Raumfahrt nicht vor, das ist alles Mögliche in den digitalen Technologien, Produktionstechnologien, Bio- und Lebenswissenschaften, Materialtechnologien und so weiter, die haben wir uns angeschaut und da haben wir schon festgestellt, dass Deutschland in vielen Bereichen mit ein, zwei Ausnahmen doch eher hinterherläuft und die Dynamik auch nicht hoch ist. Diese Dynamik kann man berechnen über einen Vervielfältigungsfaktor. Das heißt zum Beispiel die Anzahl der Patente in einer früheren Periode. Mit welcher Zahl muss ich das multiplizieren, um auf heute zu kommen? Und bei diesen Vervielfältigungsfaktoren ist Deutschland bei den Schlüsseltechnologien in aller Regel im unteren Bereich gewesen der Vergleichsländer. Das Gleiche haben wir jetzt bei der Raumfahrt gemacht. Und da sind die Vervielfältigungsfaktoren für Deutschland eher im oberen Bereich. Das sind fast mit Spitzenreiter. Also das heißt, die Dynamik ist da schon ganz überraschend gut und ich glaube nicht, dass Deutschland da hinten runterfällt. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird ein bisschen so mehr diskutiert von dem Hintergrund des Stichworts technologische Souveränität, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Und dann fängt man an, naja, wir müssen das auch alles selber gemacht haben und wir brauchen eine eigene Startrampe und wir brauchen dies und das. Da würde ich sehr davon warnen, das hier so auszuspielen. Es gibt genug Länder auf der Welt, wo wir uns in puncto technologische Souveränität oder Abhängigkeiten, um mal das Pendant dann dazu zu nehmen, dass wir uns eigentlich nicht so viele Sorgen machen müssen. Und mir macht es auch keine Sorge, wenn europäische Raumfahrtmissionen, wenn die dann von Französisch-Guyana oder wenn die von den USA ausgehen. Da habe ich ehrlich gesagt kein Problem damit. Aber ich weiß, da kann man auch anders sensibel sein. Will ich jetzt auch nicht allen schlecht reden. Sie haben das Thema Patente angesprochen und da kommt bei mir manchmal so ein bisschen die Idee, naja, es gibt ja diese Firmen zum Beispiel, die ganz viele Patente auf den Markt werfen, um zum Beispiel ihre Druckerpatronen zu sichern und so weiter und wo man das Gefühl hat, okay, nur weil da viele Patente gemacht wurden, heißt das nicht unbedingt, dass man sehr innovativ ist. Wie kann man da sicherstellen, dass man sagt, okay, das ist, kann man schon heranziehen oder das macht wirklich Einfluss oder hat Einfluss? Also wenn man sich die Patentstatistik so vorstellt, dass wir dann nur einfach die Patente abzählen, 1, 2, 3, 4, 12.000, dann ist das falsch, das machen wir so nicht. Sondern wir wollen schon wissen, was auch hinter den Patenten steckt. Mhm. Also sind das Patente, die wertvoll sind im Sinne einer ökonomischen Verwertbarkeit? Sind das Ideen, die wirklich gravierend neu sind oder sind das eigentlich nur leichte Verbesserungen? Also wir sind schon an der Patentqualität, so nennen wir das Ganze, interessiert.
Und da gibt es schon bestimmte Verfahren, die man anwenden kann, um nachzugucken, wie sieht es denn mit der Patentqualität aus. Und die Statistiken für die Raumfahrt, die wir ja im internationalen Vergleich erstellt haben, sind zum einen transnationale Patente. Das sind Patente, die in mehreren Ländern angemeldet sind. Das heißt, da hat man wirklich Schutzbedürfnisse, die nicht nur das im eigenen Land wichtig sind, sondern die international sind. Und das macht man nur, das kostet ganz eine ordentliche Stange Geld, das macht man eigentlich nur, wenn man wirklich was Wertvolles zu schützen hat. Also wir haben diese Patente, die man da so mal schnell anmeldet, nur damit die Statistik stimmt. Das ist ein bisschen despektierlich jetzt, wie ich sage, ist nicht ganz so böse gemeint, aber das haben wir versucht auszurechnen. Zum Zweiten guckt man nach, die Patente werden ja auch zitiert. Also wenn Sie ein Patent anmelden, dann berufen Sie sich ja oft auch auf Wissen, was von anderen Patenten schon gebunden ist. Und dann zitieren Sie Patente. Und dann lassen wir eigentlich auch nur Patente zu, die wenigstens ein paar Mal zitiert werden. Eine gute Zahl ist immer 10-mal. An der Grenze kann man ein bisschen spielen. Aber auch das haben wir nur verwendet, um also quasi wirklich auch qualitativ höherwertige Patente zu zählen. So gesehen haben wir viel getan, um nicht nur die Quantität zu erfassen, sondern auch die Qualität. Aber es ist eine Kunst für sich, das gebe ich gerne zu. Hm. Ja. Hm. Patente, Forschung und Entwicklung. Ich ziehe immer ganz gerne das Beispiel Silicon Valley in den USA, wo man halt so einen Hub hat, wo im Prinzip eine ganz besondere Landschaft es gab, wo Universitäten und Firmen ermöglicht haben, Innovationen zu schaffen, ob das jetzt im IT-Sektor ist oder ja mittlerweile ja viele andere Sektoren auch. Und in Europa hat man so bei der Raumfahrt zumindest das Problem meiner Meinung nach, dass wir, ja, wir wollen alle mitnehmen und in jedem Mitgliedsland soll ja Wertschöpfung stattfinden und jedes Land hat auch seine eigenen Universitäten, die einen guten Job machen oder so. Aber dieses Clustering ist im europäischen Zusammenhang doch schon eher schwierig. Und New Space, das heißt irgendwie Geschwindigkeit, also man will schnell vorangehen oder so. Behindert sich das gegenseitig? Also ich sag mal, das Schlagwort Geo-Return und Geschwindigkeit in der Raumfahrt, ist das ein Problem? Ja, das ist möglicherweise schon ein Problem. Aber man muss bei Silicon Valley muss man immer aufpassen. Das ist schon ein Cluster, der sich aus sich selbst heraus organisieren, durch ein paar historische Zufälle sich dann entwickelt hat und dann eben diese massive Bedeutung bekommen hat. Es hat in Europa, in anderen Ländern immer wieder in den letzten Jahrzehnten schon Versuche gegeben, das irgendwo politisch induziert nachzuspielen. Deutschland, Wissenschaftsstadt Ulm ist so ein Beispiel gewesen, wo man gedacht hat, man muss das ja nur initiieren, dann wird das Ganze schon selber laufen. Also ganz so einfach ist es nicht, das muss man mal dazu sagen. Also sozusagen, man könnte schnell ein Silicon Valley Europas da aufbauen, das wird sich wahrscheinlich nicht realisieren. Andererseits, Sie haben natürlich das richtige, wichtiges Problem angesprochen. Die Europäische Union ist eben nicht ein einheitlicher, homogener Verbund, sondern ist eben durch die Mitgliedstaaten aufgezogen, die alle natürlich spezielle Interessen an der Europäischen Union haben. Und dort eine Clustering der Raumfahrtunternehmen, der Raumfahrtforschung irgendwo in einem abgegrenzten Gebiet in Europa zu initiieren, wird ganz, ganz schwierig sein, weil die Länder, die da nicht direkt partizipieren können, werden sich auch nicht an der Finanzierung beteiligen wollen. Ist ein Problem so einer föderalen Struktur, das muss man möglicherweise so auch akzeptieren. Allerdings wird natürlich schon immer mehr und mehr dieser Clusterbegriff jetzt auch umgewandelt in den Begriff der Ökosysteme. Das geht ein bisschen weiter, das ist ein bisschen weiterer Begriff, um zu versuchen, die verschiedensten Akteure, auch wenn sie sehr peripher sind, doch mit einzunehmen und versuchen dann in solche Verbünde zu integrieren. Die sind wahrscheinlich nicht geografisch nicht so konzentriert wie das Silicon Valley, sind etwas breiter funktionierend. Aber das muss man möglicherweise in Europa einfach so auch akzeptieren. Anders wird man das nicht politisch auch nicht hinbekommen. Hm. Der Punkt mit der Geo-Return, naja, das ist halt die Frage, Gleichbehandlung oder Effizienz? Ich meine, wir haben im Gutachten, wir sehen den Punkt der Gleichbehandlung schon und was man einbezahlt hat, möchte man auch irgendwie zurückzubekommen. Aber wir haben schon auch angeregt, ob man nicht mal über Effizienzgesichtspunkte auch nachdenken muss und nicht sagen kann, es kann auch nicht in jedem Land alles gemacht werden, sondern muss auch eine gewisse Arbeitsteilung geben und vielleicht kriegt man da auch eine Lösung hin, wo man Effizienz und Gleichbehandlung einigermaßen in den Griff bekommt. Obwohl, ich muss schon zugeben, manchmal ist es auch ein bisschen sich ausschließende Kriterien. Aber sagen wir mal, könnte manchmal versuchen, mehr auf Effizienz zu gehen. Was dann auch mit Schnelligkeit zu tun hat, by the way, weil Sie den Begriff ja gerade auch nochmal angesprochen haben. Hm.
Silicon Valley, ja, ich hatte gesagt, da gibt es auch hervorragende, weltweit anerkannte Universitäten. Deutschland hat international eigentlich auch den Ruf, dass es ein hervorragender Forschungsstandort ist. Und Patente kommen ja auch oft aus der Forschung, nicht nur, ne, gibt es auch aus Unternehmen heraus, aber in vielen Themen, die man so normalerweise irgendwie mitbekommt, hat man das Gefühl, okay, Forschung, Standort Deutschland, das ist schon ein Stellenwert, den wir haben. Dieser Sprung zu den Unternehmen, die dann aus den Patenten oder aus den Ideen dann auch wirklich Geld machen, der scheint oft zu fehlen. Schätze, ist das wirklich so? Oder, und wenn es so ist, woran liegt das? Also das nennen wir dann Transfer, der Transfer von Ideen aus der Akademie, aus dem Wissenschaftsbereich, Hochschulen, Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und so weiter, dass diese Ideen ihren Weg in die ökonomische Anwendung finden, das nennt man Transfer. Und da tut man sich in Deutschland, aber auch in Europa, gegenüber anderen Ländern, vor allem den USA, tut man sich schon schwer. Das ist auch schon 2006 unter dem Begriff des European Paradox auch schon mal, hat es schon mal Eingang in die Literatur gefunden. Das hat zu tun mit den, Forschungsstrukturen. Es hat zu tun mit den Anreizsystemen an den Forschungseinrichtungen. Wenn Sie sehen, dass Sie an Hochschulen, an Universitäten die Anreize sind, Forschung zu machen und gute Lehre zu machen, aber ein Transferaktivitäten eigentlich nicht viel zählen, zumindest nicht an allen Universitäten, dann hat man natürlich da gewisse Anreizprobleme, die vorliegen und dafür sorgen, dass der Transfer nicht sich richtig gestaltet. Das setzt dann bei den Forscherinnen und Forschern an. Dann gibt es natürlich an den Hochschulen oftmals sogenannte Transfereinrichtungen, also administrative Büros, die versuchen, den Transfer zu beschleunigen. Aber auch da muss man sehen, dass das teilweise nicht hochprofessionell ausgeführt wird. Die TU München ist da vielleicht eine Ausnahme. Aber an anderen Hochschulen ist es oftmals auch nicht sehr professionell. Das haben uns auch die Amerikaner mal gesagt. Ich hatte da mal im Kontext von einer Anhörung mal die gefragt, als letzte Frage, hört mal zu, warum seid ihr im Transfer so gut und warum sind wir Deutschen eigentlich nicht ganz so gut? Und dann haben die gesagt, we do it professional. Was umgekehrt heißt, you do not do it professional. Und ich glaube, dass da auch ein Problem liegt. Man muss allerdings sagen, dass die Bundesregierung dieses Problem des Transfers erkannt hat. Und das Stichwort DATI, Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, soll sich ja diesem Problem des Transfers annehmen und dort Formate schaffen, dass das in der Zukunft dann besser flutscht, wenn ich es mal so etwas salopp ausdrücken darf. Würden Sie da auch Empfehlungen an die Bundesregierung geben oder sagen, von wegen, dass gerade im Raumfahrtkontext, dass es da bestimmte Stellschrauben gibt, wo man irgendwie ja, Geschwindigkeit rausholen könnte, wo man sagen könnte, man kann Potenzial relativ effizient nutzbar machen? Naja, es sind alles die Formate im Transfer, die versuchen, bei kleinen und mittleren Unternehmen, den sogenannten KMUs, diesen Transfer anzubringen. Ich glaube, die großen Player, die haben gewisse Routinen, die gar nicht so ineffizient sind, diese Transferleistung zu vollbringen. Aber die kleineren und mittleren Unternehmen haben da größere Schwierigkeiten. Das heißt, Maßnahmen, die von der DATI oder anderen Formaten dann ausgehen werden, auf KMU spezifiziert, die könnten sicherlich auch im Raumfahrtbereich dann hilfreich sein. Spezielle Programme für die Raumfahrt sehe ich allerdings nicht, sondern das ist ein allgemeines Problem, das man wahrscheinlich auch eher mit allgemeinen Maßnahmen versuchen sollte zu lösen. Und in Ihrem Bericht haben Sie da vielleicht Bereiche herausgefunden, wo Sie sagen, da ist Deutschland schon jetzt so gut, da würde es oder wäre es ein Problem oder es wäre eine sehr schade, wenn man da nicht weiter dranbleibt und wenn man das nicht weiter unterstützt? Ja, die besten Entwicklungen haben sich in Deutschland jetzt wieder über die Patente gemessen, um auf den Punkt von vorhin zurückzukommen. Da kann man Spezialisierungsstrukturen ausrechnen und kann sagen, wo ist man sehr stark spezialisiert und das ist auch ein Indikator für eine gute Wettbewerbsfähigkeit und wo ist man das vielleicht eher weniger. Und dann hat man im Upstream-Bereich das ganze Transport, alles was mit Transport zu tun hat, hat Deutschland eine Spezialisierung, die es auszeichnet. Und im Downstream-Bereich ist es der ganze Navigationsbereich, wo Deutschland relativ stark ist. Also da hat man zwei Bereiche, wo die Deutschen auch doch einigermaßen gut dann mitspielen. Sie hatten vorhin schon ein bisschen angedeutet, Ihnen wäre das gar nicht so wichtig, wo die Raketen starten, sondern im Prinzip, dass man ja technologisch gut aufgestellt ist und dann im Prinzip im Zweifel halt ausweichen kann. Das heißt, ein Raketenstartplatz für Deutschland, das sehen Sie nicht unbedingt.
Also ich, nee, das für Deutschland, sagen wir so, jetzt speziell für Deutschland sehe ich sowieso nicht. Das muss dann europäisch sein. Da gibt es ja auch, Frankreich hat ja auch Startplätze, das geht ja auch. Aber sagen wir so, das würde ich auch im weiteren Kreis auf den Nordamerika, USA, Kanada ausdehnen wollen, auch vielleicht in den asiatischen Bereichen. Und es gibt Player, die man vielleicht auslassen sollte. Aber im Prinzip habe ich da eigentlich nicht so große Bedenken. Sag mal, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, die technologische Souveränität ist sicherlich ein Problem, aber es gibt genug Staaten auf der Welt, wo das für mich an sich keine so große Rolle spielen sollte. Und man muss keine Doppel- oder Mehrfachstrukturen aufbauen. Ich glaube nicht. Und ich glaube nicht, dass das Deutschland machen sollte. Würde ich nicht vorstellen. Ich habe oft das Gefühl, dass diese Themen wie also Sicherheitsthemen einfach sehr schnell sowohl die Presse mobilisieren können, aber auch die Regierung oder beziehungsweise die Politik mobilisieren können. Das heißt im Prinzip diese Souveränität, die wir vorhin auch so ein bisschen angekratzt haben, dass das schnell ein Thema ist. Da sind die Franzosen sogar noch ein Tick aggressiver, dass sie schnell sagen, wir müssen eigentlich alles europäisch auf jeden Fall auch machen. Was ich persönlich jetzt einschätzen würde, dass das relativ unrealistisch ist und dass einfach da in den USA und in China einfach sehr, sehr viel Vorabarbeit schon geleistet wurde. Diese ganzen Themen wie, ich sage jetzt mal, Erdbeobachtung, Trägerraketen, Satelliten, Satelliteninternet ist seit letztem Jahr Ukraine-Krieg ein ganz, ganz heißes Thema und Satellitenkommunikation, dass man da im Prinzip souverän sein möchte. Damit lässt sich sehr schnell sehr großes Budget freisetzen. Für mich ist da immer so ein bisschen das Gefühl, richtig innovativ ist das eigentlich nicht, weil man kopiert ja eigentlich nur die Eigenschaften oder die Fähigkeiten von anderen Ländern und man kann im Prinzip das nutzen, um aufzuschließen oder dran zu bleiben. Aber richtig mit vorne mitspielen, geht das überhaupt mit sowas? Ja, sagen wir mal so, man muss bei der Diskussion um Innovation und Technologieführerschaft muss man aufpassen. Es ist nicht notwendig, dass man immer in der ersten Reihe steht. Man kann sehr, sehr gut als guter Zweiter, Dritter oder Vierter da mitfahren. Und der deutsche Erfolg in den letzten 60, 70 Jahren ist ja ein Erfolg, der momentan auf dem dritten, vierten Platz auch gut mitgefahren ist. Also man muss es auch, darf es auch nicht überheben. Andererseits, wenn Sie jetzt auf die Souveränitätsfrage kommen und sagen, na ja, auf einmal kommen dann die Ideen auf, dass man die Technologien, die man bisher von anderen importiert hat, aber man hat irgendwo Bedenken, die muss man nun alles selber aufsetzen, dann haben Sie vollkommen recht. Der Innovationsgrad ist da relativ gering. Und man schafft sich auch nicht letztendlich eine komplette Unabhängigkeit, muss da sehr, sehr aufpassen. Denn solange denn die anderen Länder das noch kostengünstiger machen als man selber, hat man mit der Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen, die das quasi jetzt imitiert haben, immer noch ein großes Problem. Deswegen, mein Vorschlag ist da immer genau auf das Portfolio zu gucken, dass man sich dann selber noch hereinholt und einfach auch sehr stark in Nischen geht und sagt, ich schon in meine eigenen Spezialisierungen gehe. Denn ein guter Bargaining-Chip, wenn das Problem der Souveränität auf einmal aufkommt, ist einfach zu sagen, naja, wenn das eine Land hier Druck macht und uns da eine Abhängigkeit bringen will, wenn wir ein Pendant haben in einer dazu passenden ähnlichen Technologie, aber wo die quasi einen Nachteil haben, dann lass uns das doch als Bargaining-Chip daneben stellen. Und dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Verhandlungsposition. Deswegen, also so ein Aktivismus, wir müssen jetzt alles selbst bei uns reinholen, würde ich nicht unterstützen, sondern sehr, sehr klug vorgehen und da spezialisieren und sich die eigenen Nischen und eigenen Kompetenzbereiche suchen. Da würde ich auch sagen, dass es das nicht unbedingt die Aufgabe von der Politik ist, diese Bereiche sich selbst rauszusuchen und dann zu sagen, ja, dass die pushen wir jetzt total, sondern eigentlich sollten das ja eigentlich Industriebereiche sein, die von sich aus dann sagen, ja, wir sind da besonders gut und wir haben da bestimmte Bedürfnisse vielleicht, die man politisch irgendwie unterstützen kann oder so, aber eigentlich ist es ja nicht unbedingt an der Politik, diese Bereiche dann sich rauszusuchen und dann zu pushen, oder sehe ich das falsch? Gut, ich meine, das ist das große Thema jetzt Industriepolitik und die Steuerung durch die Industriepolitik. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, das zu machen. Das kann eine Anstoßwirkung, kann man versuchen zu entfalten. Wir haben das immer katalytisch genannt, also Anstoßwirkung. Das ist das, was ich, glaube ich, akzeptieren kann. Aber da in eine Dauersubventionierung reinzugehen und irgendwelche Richtungen auf Dauer zu unterstützen. Ich meine, wenn die Unternehmen das aus eigener Kraft nicht schaffen und da nicht wettbewerbsfähig sein sollen, dann sollte man das auch begraben und sagen, dann machen wir das einfach nicht. Die Ressourcen können woanders
im Raumfahrtbereich, ich gehe jetzt gar nicht in andere Bereiche rüber, können auch eingesetzt werden, man kann da bessere Ergebnisse erzielen. Also ich sag mal, dieses industriepolitische Instrument, übrigens vor ein paar Jahren war das in Deutschland ein Unwort, das durften Sie gar nicht erwähnen, mittlerweile ist es doch eher salonfähig geworden, aber man darf es auch nicht überstrapazieren. Ich wäre da nur sehr, sehr dosiert vorgehen und vorsichtig vorgehen. Und wie Sie schön sagen, sehr viel Verantwortung bei den Unternehmen abladen. Leute, ihr müsst euch diversifizieren. Ihr müsst gucken, dass ihr überlebensfähig seid. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr nicht in Abhängigkeiten kommt. Man könnte jetzt sagen, die Politik hat irgendwo aber die Aufgabe, dass es für alle irgendwo in einem Markt fair zugeht. Ich sag mal jetzt, die deutsche Politik kann natürlich auch international arbeiten, aber ich sag mal, wenn wir uns jetzt die Entwicklung in Deutschland angucken, dann geht es ja darum, von wegen, dass die unterschiedlichen Unternehmen irgendwie die gleichen Chancen haben oder dass sich da irgendwie vielleicht nicht jemand über jemanden anders stellt. Da wären wir bei dem Thema Gesetzgebung. Jetzt gibt es Bestrebungen in Europa, wie Weltraumgesetzgebung zu verfassen, weil da ist schnell dieser Term, da geht es aktuell zu wie im Wilden Westen. Also im Weltraum gibt es tatsächlich Gesetzeslücken, beziehungsweise der ist nicht so geregelt wie, ich sag mal, die internationale Politik auf der Erde. Und da frage ich mich immer so ein bisschen, ist das die richtige Strategie in einem New Space oder in einer Zeit, wo Raumfahrt sehr, sehr schnell passiert, dass man sich praktisch vorher die Politik Gedanken macht, wie sollten die Regeln sein und dann vielleicht andere Länder aber alle schon an einem vorbeigezogen sind und sagen, ja, wir haben jetzt Tatsachen geschaffen und die Gesetze sollten das berücksichtigen, wie es jetzt aktuell läuft. Ja. Ich meine, sagen wir mal so, dass es in Deutschland kein Weltraumgesetz gibt, obwohl die Verpflichtung ja besteht, das wissen wir, hat natürlich zur Konsequenz, dass da Unsicherheit herrscht. Man weiß nicht genau, wenn man jetzt da so Technologien entwickelt, die im Raum da irgendwo eine Rolle spielen sollen und da passiert irgendwas, ob das nun irgendwie Umweltschäden sind, Unfälle sind oder sonst was, wie sieht es eigentlich mit der Haftung aus? Wer muss dafür gerade stehen und, und. Und diese Unsicherheit wirkt dann direkt zurück auf die Investitionsentscheidungen. Ich werde nur mich schwer tun, wo rein zu investieren, wo ich die Risiken nicht gut abschätzen kann. Und ich denke mal, mit so einem Weltraumgesetz würde man da zumindest an manchen Stellen für Sicherheit sorgen. Zumindest juristische Sicherheit würde man dann sorgen. Natürlich die technologische Unsicherheit, die wird man so schnell auch nicht in den Griff bekommen. Aber das könnte ich mir vorstellen. Deswegen, ich glaube schon, dass es notwendig ist, dass man sowas hätte. Aber die Koalitionsregierung hat sich jetzt noch nicht ausgesprochen dazu. Ich habe nichts gelesen, dass es ein Weltraumgesetz geben soll. Ein deutsches und auf europäischer Ebene habe ich eigentlich jetzt auch nicht gehört, dass da jetzt wieder was im Gange sei. Sie hatten es ein bisschen anders formuliert, aber vielleicht habe ich da auch eine Informationslücke gerade. Also im europäischen Rahmen gibt es auf jeden Fall die Beschreibung, ein europäisches Weltraumgesetz voranzutreiben. Das ist nicht irgendwie spruchreif zu sagen, das wird jetzt gilt jetzt so, aber da gibt es zumindest die Ideen. Und da kommt so ein bisschen meine Frage her, dass ich sage, naja, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, typisch deutsch. Wir überlegen uns erst, wie die Gesetze sind und dann betreiben wir die Raumfahrt. Und vielleicht in den USA eher das Temperament ist, wir betreiben Raumfahrt und dann überlegen wir uns, nachdem Sachen kaputt gegangen sind, wie regulieren wir das? Und ja. Na gut, momentan haben wir ja den New Space, der funktioniert ja auch einigermaßen gut in Deutschland, so wie ich es ja vorhin schon beschrieben habe. So, jetzt kommt man quasi mit dem Gesetz. Also jetzt, wenn man jetzt eins schaffen würde, käme man ja auch quasi in einen gut laufenden Prozess schon rein. So gesehen würde man den Fehler, den Sie gerade angesprochen haben, hier vielleicht nicht gemacht haben. Aber ich gebe schon recht, erstmal alles regeln und dann gucken, was passiert. Ja, Hintergrund unseres Gesprächs ist ja, dass dieser Bericht die Bundesregierung beraten soll, im Prinzip auch sagen soll, wie ist der Status quo und wo kann man eventuell was gewinnen oder wo muss man vielleicht auch aufpassen. Ich als Raumfahrtfan würde jetzt im Nachhinein sagen, die letzten 10 Jahre ist in Europa mehrere falsche Entscheidungen getroffen worden. Und deshalb haben wir jetzt irgendwie diese Situation, dass wir in eine Trägerkrise, wird es von der Presse mitunter gesagt, von wegen, dass wir jetzt aktuell nicht startfähig sind und so weiter. Die Politik wird ja beraten, wie jetzt durch ihren Bericht. Kann man da der Politik eine Schuld geben oder wurden die schlecht beraten, beziehungsweise was ist da passiert? Warum hat man die letzten 10 Jahre nicht massiv irgendwie gegengesteuert gegen bestimmte Entwicklungen? Und jetzt sagt man, okay, jetzt stehen wir hier und müssen wir massiv handeln.
Naja, gut, politisch passieren Fehler. Das weiß man erst hinterher. Vorher ist man sicherlich mit guten Absichten in so eine Initiative reingegangen. Dann kann es auch durchaus sein, dass wissenschaftlich eine falsche Beratung gekommen ist. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Wobei, sobald es in den technologischen Bereich der Raumfahrt geht, muss ich ehrlich sagen, muss ich auch passen. Ich bin kein Ingenieur, ich bin kein Raumfahrtingenieur. Ich kann das dann auch nicht beurteilen, welche Risiken man da in der technologischer Sicht eingeht und so weiter. Natürlich ist es bedauerlich, dass das mit Ariane nicht funktioniert. Ich meine, das waren große Hoffnungen reingesteckt worden und hat man den Wasserlauf in den Salat. Ich meine, man kann höchstens versuchen, dass diese Initiativen nicht immer alles auf ein Pferd zu setzen, auf mehrere Pferde zu setzen, dass wenn eins schief geht, dann werden die anderen das letztendlich tragen. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr drüber nachdenken, mehr so ein Portfoliodenken machen, anstatt sehr einspurig quasi voranzugehen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wobei man sehr aufpassen muss, Raumfahrt ist eine kostspielige Geschichte, die Investitionen sind extrem hoch. Ob ich mir da wirklich so viel Portfolio leisten kann. Ich meine, ich habe ja auch eine Budgetrestriktion und die muss ich natürlich auch mit berücksichtigen. Aber sag mal so, in diese Richtung würde ich tendieren zu gehen, ein bisschen mehr zu diversifizieren und ein bisschen mehr Portfolio zu spielen. Ja, da wird jetzt, also der Ariane Spaß-Chef, der hat oft schon jetzt gesagt, weil es jetzt diese Micro-Launcher-Diskussion gibt und praktisch kleine Raketen und sagt wegen, ja, jede Entwicklung, die Kapazität von der Ariane wegzieht, ist ein Fehler für Europa und dass man im Prinzip dadurch, weil man nicht die gleichen großen Mittel wie in den USA hat, würde man im Prinzip dadurch das verwässern und seine Fähigkeiten da kaputt machen oder im Zweifelsfall noch schlechter dastehen als in der Zukunft. Natürlich fügt denn sowas, ich sag mal, eine sehr subventionierte Raumfahrt zu, ja, vielleicht einer Monopolbildung oder zu einem Unternehmen, das ganz global nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig ist und man sagt, man hat diese agilen Entwicklungen nicht mehr. Andererseits ist dieser Träger Bereich, also dass man halt diese Startfähigkeiten hat, schon auch ein essentieller Bestandteil, damit alles andere hintendran gelagert funktioniert. Ja, ich meine, es hat diese Funding-Unterschiede zwischen den USA und Europa, so muss man es sehen. Das ist natürlich schon eklatant. Das merkt man natürlich schon. Das ist vollkommen klar. Ich meine, vielleicht muss man in Europa, das hat mit der föderalen Struktur innerhalb der EU zu tun, Sie hatten ja den Georeturn schon vorhin angesprochen, wo auch andere Aspekte als Schnelligkeit und Effizienz eine Rolle spielen, sondern eher Gleichbehandlung. Wenn man das aushebeln könnte, könnte man wahrscheinlich den europäischen Euro, der investiert wird in Raumfahrt, dass man den vielleicht noch besser nutzen kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man doch ein bisschen mehr noch an einem Strang zieht. Das scheint ja auch nicht immer ganz so glatt zu laufen, wenn man so zumindest die Pressemitteilungen mitbekommt, Deutschland, Frankreich, ob das immer alles so glatt läuft, ist eine andere Frage. Obwohl ich dann auch gegenüber der Presse auch ein anderes gehört habe, dass auf der Arbeitsebene das eigentlich ziemlich glatt geht. Also wie gesagt, da sind sicherlich genug Stolperstellen auch noch drin, an denen man versuchen kann zu drehen, damit der europäische Raumfahrt-Euro auch so effizient eingesetzt wird wie der amerikanische Raumfahrt-Dollar. Ja, extrem spannend. Ich muss sagen, ich bin da eher in Anführungszeichen pessimistisch, weil ich einfach gesehen habe, was in den letzten 10 Jahren in den USA passiert ist und auch gesehen habe, was China auch machen möchte oder auch jetzt kann. Also ich sag mal so, vor 10 Jahren, da hat man eigentlich die chinesische Raumfahrt so ein bisschen noch belächelt oder gesagt, jo, die brauchen noch viel länger, und die haben sehr viel schneller Fortschritte gemacht, als das, glaube ich, auch die Experten gedacht haben. Und natürlich ein bisschen ein anderer Kontext, das wurde praktisch parteipolitisch entschieden. Das ist eine Kernkompetenz, sowohl technologisch, aber auch von der Außenwirkung oder beziehungsweise auch der Mentalität her. Wir wollen Weltraumnation sein und wir wollen da irgendwie sogar Nummer 1 werden. Und ich glaube, diese Art von Mentalität, die werden wir in Europa nicht bekommen oder aktuell sehe ich sie zumindest nicht, dass wir mit dem Elan da rangehen oder mit der Gewalt, nenne ich es jetzt mal. USA historisch einfach immer sehr, sehr groß und stark da drin. Wie würden Sie sich einschätzen? Sind Sie eher der Optimist, was Technologiethemen angeht und sagen, ja, das wird sich schon zurechtrücken jetzt beim Thema Raumfahrt oder haben Sie schon den Eindruck, naja, da muss jetzt eigentlich auch wirklich was passieren, sonst wird man da den Anschluss wirklich verlieren. Ja, so wie Sie es beschrieben haben, würde ich es auch einschätzen. Also ich bin mir sicher, dass Europa in der Konstellation und mit der Aufstellung sicherlich nicht die erste Rolle
den ersten Rang weltweit einnehmen wird. Da sind andere Player stärker und anders aufgestellt, China ganz anders politisch aufgestellt, dann wird es einfach beschlossen und dann gibt es auch keine Diskussion mehr. Man muss auch berücksichtigen, in den USA, die Großen, die Multimilliardäre, die da relativ locker in solche Projekte reingehen können, die haben wir einfach in Europa nicht. Das ist ja, wir haben eine andere Struktur, eine andere Finanzierungsstruktur. Deswegen kann ich sehe das schon optimistisch. Europa kann seine Rolle in der Raumfahrt spielen, aber vielleicht nicht als Top-Leading Region, sondern als einfach jemand, der spezielle Spezialitäten hat, hier und da in einem bestimmten Portfolio, auch Nischenanbieter hier und da ist, wo man aber durchaus sehr, sehr erfolgreich sein kann und da gute Wertschöpfung schaffen kann. Und da bin ich schon optimistisch, dass es funktionieren kann. Ich meine, es gibt so ein paar Sachen, wir haben ja ein paar Handlungsempfehlungen in den Gutachten ja erwähnt, Rahmenbedingungen und anderes, Raumfahrtstrategie, die ja auch von der Bundesregierung geschrieben werden soll und so weiter. Das sind sicher Elemente, die das unterstützen können. Aber wie gesagt, so eine hochrangige Nischenrolle hier und da mit Spezialangeboten in bestimmten Bereichen, das ist eine gute Position, mit der man ganz gut fahren kann. Dann vielleicht so ein bisschen den Ausblick finden, oder ich versuche meinen Kanal ja schon irgendwie, ich will Raumfahrt begeistern, ich will positiv von der Zukunft reden, vielleicht, wo die Menschheit mal hinkommen kann in der Raumfahrt. Gibt es vielleicht in der Science-Fiction, ich weiß nicht, ob Sie ein Science-Fiction-Fan sind oder ein Film, wo Sie sagen, das ist etwas, der Sie sehr begeistert hat oder wie Sie sich vielleicht eine Zukunft der Menschheit in Zukunft vorstellen würden, auch gern sehr, sehr weit weg von dem Jahr 2023? Naja, sagen wir so, bei den Science-Fiction-Filmen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich meine, mich hat immer fasziniert Goethes Zauberlehrling und das kommt ja in dem Film Matrix ja auch wieder vor. Und das hat mich immer begeistert ein bisschen. Man schafft was und dann ist man nachher nicht mehr Herr der Dinge und dann muss man irgendwie dann doch nochmal den Stöpsel finden, den man ziehen muss, damit es wieder zurückkommt. Das hat mich immer fasziniert. Aber es hat jetzt mit dem Thema, was Sie jetzt ansprechen, mit der Raumfahrt, da jetzt eigentlich nicht so direkt was zu tun. Ich meine, Ich sehe halt in der Raumfahrt und mit der Betrachtung eines Planeten von oben so viele Chancen, technologische Chancen, ökonomische Chancen, aber auch Chancen der Menschen zu sehen, auf was für einem Planeten sie leben und dann auch in gewisser Weise auch mal zu einer Mentalitätsänderung kommen, die wir ja brauchen, um diese großen Probleme, die wir haben, um die zu stemmen und da auf den richtigen Weg zu kommen. Und ich glaube, dass die Raumfahrt da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen kann. Nicht die alleinig ausschlaggebende, da gibt es genug andere Bereiche, die mindestens genauso wichtig sind. Aber es gibt eine Perspektive, die anders ist und die vielleicht hilft, den einen oder anderen Umschwung, die einen anderen Richtungsänderung, die da die Menschheit nehmen muss, dann auch mit zu initiieren und zu befördern. Sie haben die Multimilliardäre angesprochen in den USA. Einer, der oft in der Presse ist, Elon Musk, der hat mal gesagt, von wegen, naja, die Menschheit braucht mitunter Ziele, die übergroß sind, also Sachen wie auf dem Mars eine Stadt bauen oder den Planeten verlassen. Das auf viele Leute wirkt das erstmal von wegen, was hilft uns das jetzt aktuell, hier unsere Probleme zu lösen. Aber er hat schon so ein bisschen den Punkt, dass es einem vielleicht ein so großes Ziel gibt, dass man eine Dynamik entwickelt, zu sagen, hier als Menschheit, wir reißen uns zusammen und wir lösen die Probleme hier auf der Erde, um so abgefahrene Sachen wie Raumfahrtstädte auf Planeten oder auf Raumstationen oder Asteroidenbergbau überhaupt machen zu können und da einfach eine Dynamik zu entwickeln. Visionen sind handlungsleitend. Das ist wichtig, dass man da Idealvorstellungen hat und dann sagt, das muss man dann machen und so weiter. Ich finde das ganz, ganz wichtig, ob die sich dann erfüllen oder ob man auf halbem Weg ganz tolle Dinge entwickelt, die dann auch sehr zufrieden machen. Das muss man einfach absehen. Aber ich finde das gut, dass es solche Visionen gibt. Mhm. Weil wenn man alles zu nahe lässt, dann ist der Problemlösungsdruck manchmal auch gar nicht groß genug. Also Visionen, ich habe immer schon gesagt, wer keine Vision hat, der hat auch irgendwie was falsch gemacht. Ein bisschen visionär sollte man schon auch sein. Also nicht, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen, sondern im Prinzip die... Vielleicht sogar umgekehrt. Ja. Professor Dr. Kantner, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr, sehr interessant. Für mich ein ganz, ganz neuer Einblick auf das
Thema, wie man einfach vielleicht auch die Wettbewerbsfähigkeit herausfindet, praktisch mit einer die Brille aufsetzen kann, um zu sagen, okay, wo steht man da, wo wird man in der Zukunft stehen? Und das hier natürlich auf dem Kanal Senkrechtstarter mit dem Thema Raumfahrt spezialisiert. Ich bin sehr gespannt, wie die Bundesregierung vielleicht ihre Empfehlungen umsetzt oder was da vielleicht jetzt rauskommt. Sie hatten es schon gesagt, politischer Plan ist schon ein paar Jahre älter und da ist im Prinzip jetzt Zeit, dass es einen neuen Plan gibt für die Raumfahrt, die Luft- und Raumfahrt in Deutschland. Und bedanke mich sehr, sehr für das Gespräch.